Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, es ist noch Winter, wir haben noch Schnee, obwohl wir gerade an der 0-Grad-Grenze kratzen. Ja, kommt wieder einer der Holz-LKWs. Die fahren üblicherweise auch ohne Spikes, das weiß ich. Ja, mit geilem Airbrush auch noch. Den habe ich auch schon mal in Harma gesehen auf der Power Truck Show. Link zu dem Video tue ich euch mal oben in die Infokarte. Das ist so, man muss nicht denken, die können hier alle unkontrolliert rasen, weil die Spikes halten ja sowieso und so. Das ist immer gar nicht so. Ich befinde mich hier in Udi. Udi ist ja, so eine Tankstelle und Rastplatz, so ein Parkplatz, ne, wo man essen kann und alles. Und unter anderem kann man sich da auch so Motorschlitten ausleihen. Und hier in der Nähe gibt es so Pisten dafür. Ne? Sieht total cool aus. Ich laufe gerade auf einer, kann ich euch ja mal zeigen. Ja, die kleinen roten Kreuze, die man da sieht, das sind sozusagen Verkehrsschilder für die Motorschlitten. Kleines rotes Kreuz ist so Vorfahrt gewähren, Stopp, ne? Das steht immer, wenn eine Querstraße kommt. So sieht es hier aus, ja. Ganz nebenbei nochmal gesagt, ich habe eben nochmal an der Tankstelle da geguckt, wie die LKWs bereift sind, weil ja immer behauptet wird, alle LKWs fahren hier mit Spikes im Winter. Dem ist wirklich nicht so. Die haben halt eine gute Gummibereifung, schon spezielle Winterreifen, aber es gibt auch Ausnahmen. Natürlich, eben habe ich einen LKW da gesehen, ein Tank-LKW, der die Tankstelle da betankt von Neste. Und der hatte auf der Vorderachse Reifen mit Spikes. Und obwohl, wenn ich immer so Spikes sage, das ist so ein deutscher Begriff, ne? Das sind natürlich keine Spikes, wie ihr sie aus dem Motorsport kennt, mit solchen Spitzen dran. Das sind echt nur so wie Schrauben, so kleine Stücke, die da wirklich nur ein kleines Stück rausgucken, damit der Reifen halt mehr Grip und Halt hat. Ne? Also das ist jetzt nicht sowas, wo ich sagen würde, richtige Spikes, so wie man das auch aus dem Sport kennt, unter den Schuhen. Oder ganz so ist es natürlich auch nicht. Ne? Weil man muss auch immer bedenken, man fährt auch eine Zeit lang hier ohne Schnee, auf geräumten Straßen, und das würde natürlich total zur Abnutzung führen. Ja, geht einfach nicht. Natürlich verbessern die Traktion und alles, aber auch hier darf man nicht vergessen, fährst du nicht auf Schienen. Ne? Ja, ich selbst am PKW fahre natürlich auch mit diesen sogenannten Spikes, wie wir es ausdrücken, und auch da, wenn du 0 Grad hast, so wie heute, bisschen matschig, taut ein bisschen an, ja, dann ist auch keine Anti-Rutsch-Garantie, ne? Du hast es natürlich schneller wieder unter Kontrolle, wenn du mal abdriftest, aber wie auf Schienen ist es nicht. Ja, Leute, Laurentei, Sauna bei, wa? Und damit wir in die Sauna gehen können, müssen wir erst einmal den Ofen heizen. Bevor wir das machen, gucken wir allerdings erstmal, ob wir uns nach der Sauna ja auch abkühlen können und wie es hier aussieht. Vielleicht kriegen wir die Tür gar nicht auf, mal sehen. Ach ja, das geht.
Sieht ein bisschen aus wie in Lappland hier schon mit dem Schnee. Ja, herrlich. Wie spät ist jetzt? 16.13 Uhr. 16.13 Uhr, blaue Stunde. Sonne geht unter. Ja. So sieht es hier aus. Ja, also. Ja, dann machen wir jetzt den Ofen an. Ich sag mal, dreiviertel Stunde ist der warm. Und dann gehen wir hier in die Sauna und barfuß in Schnee. Halleluja, herrlich. Los geht's. Eieiei. Erstmal den alten Scheiß da raus, ne? Bisschen klein Zeug da vorne an. Das passt schon. Und los geht's. Ja, Frauchen ist schon am Duschen. Jetzt geht's hier aber los. Mal gucken. Jo. Das ist gut. Und ab dafür. Ja, die Schornsteine rauchen, es fängt wieder an zu schneien und weihnachtlich ist es in Finnland. Mir bleibt jetzt auch nur zu sagen, fröhliche Weihnachten an alle Zuschauer, vielen Dank für alle Abonnenten und ich wünsche euch eine frohe und gesegnete Weihnachten. Ja, YOLO Rauha. Macht's gut Leute, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Micha. Ciao.